Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, an diesen Tagen findet die bundesweite Impfaktionswoche statt. Hintergrund ist, dass nach wie vor zu wenige Menschen in Deutschland geimpft sind. Wir liegen momentan bei einer Impfquote von 62%. Das ist noch deutlich zu wenig, da müssen wir besser werden. Und vor diesem Hintergrund werden deutschlandweit in Baden-Württemberg, aber auch in Kirchheim sehr niederschwellige Impfangebote vorgenommen. In Kirchheim war bereits der Impfbus mehrfach vor dem Max-Eid-Haus, auf dem Schlossplatz, in den Teilorten und auch nächste Woche wird der Impfbus nochmal nach Kirchheim kommen. Am 22. September von 15 bis 18 Uhr haben Sie die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung auf dem Ziegelbasen impfen zu lassen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und dieses Angebot gilt für alle. Wir werden es auch nochmal über die Schulen bewerben, damit sich auch Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren, für die ja inzwischen auch eine STIKO-Empfehlung vorliegt, sich impfen lassen. Es gibt aus meiner Sicht mehrere Gründe, sich impfen zu lassen. Ein Grund, Ihre eigene Gesundheit. Wenn Sie geimpft sind, ist die Ansteckungsgefahr deutlich niedriger. Das sieht man, wenn man die 7-Tage-Inzidenz betrachtet. Die liegt momentan in Baden-Württemberg bei 91. Wenn man dann aber differenziert zwischen Geimpften und Ungeimpften, so sieht man, dass es da einen Riesenunterschied gibt. Bei Geimpften liegt nämlich die 7-Tage-Inzidenz bei etwa 18. Bei Nicht-Geimpften liegt sie bei 204, also mehr als das Zehnfache höher. Ein weiterer Grund ist die Schwere der Krankheitsverläufe. Etwa 95% der Patienten auf den Intensivstationen in Deutschland sind nicht geimpft. Nur 5% sind geimpft. Das heißt, auch die Krankheitsverläufe nach einer Impfung sind deutlich milder. Und natürlich ein weiterer Grund, sie schützen mit einer Impfung nicht nur sich, sondern auch ihre Mitmenschen. Es gibt einige Menschen, viele Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können. Und auch diese Menschen schützen Sie durch Ihre eigene Impfung vor einer Erkrankung. Es gibt also viele Gründe, sich impfen zu lassen. Nutzen Sie die Chance, sich zum Beispiel über den Impfbus mit dem Impfbus impfen zu lassen. Wenn Sie Fragen haben, dann gehen Sie bitte auf Ihren Hausarzt zu, klären Sie das in einem persönlichen Gespräch. Aber insgesamt gilt natürlich, je mehr Menschen sich in Deutschland impfen lassen, umso eher können wir die Pandemie durchbrechen.